Heute ist unser Hochzeitstag. Der 24. Kannst dich erinnern? Wir zwei in der Hochzeitsnacht. Im Stadel vom alten Heubauern. Klaus, ich weiß nicht. Wir hatten es doch auch schön. Erinnerst du dich? Als die Kinder noch klein waren? Wir sind doch eine Familie. Lass uns das nicht alles wegwerfen. Nur wegen einem Augenblick der Schwäche. Was soll das? Ich bin heute nicht Klaus und du bist nicht Emma. Spiel einfach mit. Du warst ein böses, böses Mädchen in den letzten Wochen. Kommst spät nach Hause, hast ein Hundehalsband um den Hals. Hab ich dir das erlaubt? Klaus, was soll das? Ah, da schaust du, wie ich das weiß. Hm? Hey, was machst du da? Ich erfülle dir nur, was du seit Jahren willst und von mir geheim hältst. Ich halte nichts von dir geheim. Hör auf! Und jetzt mach mich gefälligst los, ich mag das nicht. Wirklich nicht? Mach das nie wieder. Okay, okay. Glaubst du, das sind meine geheimen Wünsche? Ach. Wenn ich nicht so ein zivilisierter Mensch wäre, dann würde ich dich jetzt echt verprügeln. Oh, ich hab nur geglaubt, ich hab... Hier. Klaus, was... Ach, komm. Kannst du die andere zumachen? Was machst du da? Du willst mich schlagen. Bitte sag mir, dass das ein Scherz ist. Komm, schlag mich, Emma, komm. Komm, schlag mich. Und? Gefällt dir das? Ja. Was bildest du dir eigentlich ein? Stopp, stopp, stopp! Ich will noch nur unsere Ehe retten. So? Stopp, 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 stopp! Du bist irgendwie so anders, so fremd. Du gehst fremd und ich bin fremd. Was in den letzten Wochen passiert ist, tut mir aufrichtig leid. Das waren keine Wochen, Klaus. Das waren Jahre. Emma, es tut mir so leid.